Nach den Ereignissen auf der Reverie haben wir erfahren, dass die sieben Samurai der Meere abgeschaffen wurden und dass es eine geheime Organisation der Marine gibt, und zwar die SWORD. Und generell waren wir alle überrascht darüber, weil die Weltregierung, aber auch die Marine, einige Spezialeinheiten besitzt, wie zum Beispiel auch die CP-Agenten, die halt in der Welt immer wieder herumirren, wo wir auch zum Beispiel Stussy bei Big Mom in der Nähe erkannt haben und darüber selbst schockiert waren. Aber nun gibt es auch noch die SWORD, die ebenfalls wirklich sehr hinterhältig sein können, und da haben wir zum Beispiel X-Drake, der zu den Supernova gehört, aber dennoch mit Kaido gemeinsame Sache macht und dennoch zu den SWORDs gehört. Die SWORD-Einheit gibt es nicht nur seit gestern, sondern etwas länger. Anzeichen dafür sind zum Beispiel die Zusammenarbeit von Sengoku und Corazon. Corazon hat genauso wie X-Drake in einer anderen Piratenbande herumgeschnüffelt. Corazon hat das bei seinem eigenen Bruder gemacht, aber dennoch ist es dasselbe Prinzip gewesen und Sengoku hat ihn sozusagen die Befehle erteilt und war für Corazon der Ansprechpartner. Deshalb ist es hier wirklich sehr wahrscheinlich, dass Sengoku zu der Zeit, als er Admiral war, gemeinsam vielleicht mit Garp die SWORD gegründet hat, um sozusagen für die Marine so eine gute Seite zu schaffen, wo nichts immer vertuscht wird und wo man wirklich fürs Gute kämpft. Dadurch, dass wir jetzt so ein weites Spektrum an Charakteren zur Auswahl haben, habe ich mir gedacht, ich schaue mal, wer für mich ein möglicher SWORD-Kandidat ist und stelle sie euch einzeln vor. Nach dem Marineford-Krieg war klar, dass Sengoku in Rente gehen wird und jemand Neues den Rang des Großadmirals bekommen wird. Es war so, dass Sengoku Kusan vorgeschlagen hat, aber Kong und die Weltregierung Akainu im Auge hatten. So kam es dazu, dass Akainu und Kusan einen 10 Tage langen Kampf auf Punk Hazard hatten, wo sie all out gingen und Kusan den Kampf verlor. Nach diesem Ereignis hat Kusan beschlossen, die Marine zu verlassen, weil er sich Akainu nicht unterstellen wollte, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Sengoku ihn so einfach gehen gelassen hat. Er hat ihm höchstwahrscheinlich vorgeschlagen, den SWORD beizutreten, weil diese Akainu nicht direkt unterstellt sind. Aber dieser Kampf Akainu gegen Kusan könnte auch eventuell ein Trick gewesen sein von der Weltregierung und der Marine, um zu zeigen, dass Kusan wirklich der Marine ausgetreten ist, denn er hat bei diesem Kampf auch einen Bein verloren. Deshalb ist es umso glaubwürdiger, dass er nichts mehr mit der Marine zu tun hat. Er hat sich anschließend mit Blackbeard zusammengetan, was ebenfalls ein Indiz dafür sein könnte, dass er vielleicht hier bei ihm den Spion spielt, wie es X-Drake bei Kaido tut. Wie wir Monkey D. Garp kennen, hat er kein großes Interesse daran, einen hohen Rang zu besitzen. Das sehen wir in der Vergangenheit oft, als er den Rang des Admirals angeboten bekommt und ihn nicht annimmt, weil er einfach nicht viel zu sagen haben will und auch nicht wirklich viel Verantwortung tragen will. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass er bei der Gründung der SWORD nicht wirklich eine große Rolle gespielt hat. Ob er wirklich ein richtiges Mitglied ist oder nicht, ist schwer zu sagen, aber ich denke, wenn es hart auf hart kommt und die SWORD-Hilfe benötigen, dann tritt auch Garp in Aktion. Bevor Ruffys Reise so richtig beginnen konnte, traf er auf einen Jungen namens Corby auf dem Schiff der Alvida-Piratenbande, welcher dort ausgenutzt wurde, jedoch war sein Traum, irgendwann mal Admiral der Marine zu werden. Ruffy rettete ihn und nach der Befreiung von Zoro und der Vernichtung von Captain Morgan kam es dazu, dass Corby gemeinsam mit Helmeppo der Marine beitrat und sogar von Garp persönlich ausgebildet wurden. Corby, aber auch Helmeppo haben mit der Zeit einen gesunden Gerechtigkeitssinn entwickelt, da sie Zeit mit Garp verbracht haben, aber auch wurden sie sehr viel stärker. Wir haben erst kürzlich erfahren, dass Corby Teil der SWORD ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass auch Helmeppo Teil der SWORD geworden ist, weil Helmeppo und Corby verbringen immer sehr viel Zeit zusammen. Auch wenn sie jetzt mit den Rängen weiter aufgestiegen sind, denke ich mal, dass sie einige Zeit noch gemeinsam verbringen, wenn es mal keine Mission gibt. Deshalb denke ich auch, dass Corby Helmeppo gesagt hat, dass es solch eine Einheit gibt und dass auch Helmeppo sich dazu entschieden hat, dieser Einheit beizutreten. Ein Marinesoldat ist auch wirklich sehr auffällig, und zwar Bogard. Er ist in der Nähe von Garp immer mal wieder zu sehen. Er war zum Beispiel dabei, als Garp zu den Ströten gegangen ist auf Water 7 oder auch bei der Festnahme von Captain Morgan, aber auch bei der Festnahme von Buggy. Hier gilt genau dasselbe: Wer neben Garp ist, hat höchstwahrscheinlich einen gesunden Gerechtigkeitssinn, und ich denke mal, Garp hat auch seinen Leuten mitgeteilt, dass es solch eine Einheit gibt. Deshalb finde ich es bei ihm auch sehr wahrscheinlich. Im Alabaster-Arc trafen wir auf eine sehr interessante Kombination, und zwar Tashigi und Smoker. Diese haben für die Strohpiratenbande eine große Bedrohung dargestellt und haben auch in diesem Arc einiges erlebt. Sie haben gesehen, was einer der sieben Samurai der Meere mit einem Königreich anstellen kann, wenn ihm die Weltregierung freie Hand gewährt. Das hat natürlich die Marine in ein schlechtes Licht gerückt, und
Smoker wusste nicht, wofür er hier gerade überhaupt kämpft. Für das Böse, für das Gute. Und da haben wir eigentlich schon gemerkt, Smoker ist kein normaler Marinesoldat. Er ist anders als die anderen und sein Charakter entwickelte sich auch mit der Story immer weiter. Und wir haben gemerkt, er ist eigentlich nicht so schlecht, wie er dargestellt wird. Er ist nämlich jemand, der die 7 Samurai der Meere abschaffen wollte. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, nachdem er den Vizeadmiral-Rang bekommen hat und mehr Aufmerksamkeit der Marine erlangte, dass er dann auch den SWORD beigetreten ist. Tashigi ist auch ein Kandidat, welcher eventuell den SWORD beigetreten sein könnte, denn das Schicksal von ihr und Smoker ist miteinander verbunden und sie erleben auch ihre Abenteuer gemeinsam. Ihr Ziel ist es natürlich, viele Schwerter zu finden von verschiedenen Kategorien, aber es ist dennoch so, dass sie den Frieden der Welt auch beibehalten will. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass sie gemeinsam mit Smoker den SWORD beigetreten ist. Ein Charakter, der ebenfalls in diese Kategorie mit reingehört, ist Hina. Sie sorgt sich ebenfalls um die Welt, das sahen wir ganz besonders in der Reverie, als sie mit Garp über die Rock sprach und natürlich nicht wollte, dass hier Big Mom und Kaido gemeinsame Sache machen, weil dies Chaos für die ganze Welt bedeuten würde. Sie versucht halt herauszufinden, wie man diesen Chaos stoppen kann und generell hatte sie auch ein gutes Verhältnis zu Smoker und Co. Deshalb würde ich mir bei ihr auch sehr gut vorstellen können, dass sie ein Teil der SWORD ist. Nach dem Timeskip bekamen wir 2 neue Admirale und den einen lernten wir schon im Dressrosa erkennen. Die Rede ist hier vom Fujitora, welcher Gravitation im Kampf nutzen kann. Auf Dressrosa widersetzte er sich den Befehlen von Akainu und hat sich sogar mit ihm angelegt. Es ist so, dass er auch Ruffy und Co. ziehen lassen hat und das ist definitiv ein Zeichen davon, dass er kein Vertreter der absoluten Gerechtigkeit ist. Fujitora weist auf jeden Fall einige Parallelen zu Smoker auf. Beide haben erlebt, was ein 7 Samurai der Meere mit seiner Macht anstellen kann und beide wollen sie abschaffen und beide haben auch später zusammengearbeitet. Besser gesagt hat Smoker auf Fujitora vertraut, dass dieser dies durchbringen kann und somit die 7 Samurai abgeschafft werden. Hinzu kommt, dass auch Fujitora ein gutes Verhältnis zu Sengoku hat, was wir ebenfalls auf Dressrosa sehen konnten und dass er auch mit seinem Verhalten Kusan ähnelt. Er ist jemand, der tut so, als würde er nicht wirklich was können, jedoch ist er in Wirklichkeit übertrieben stark. Ich meine, die Strohpiratenbande hat nicht mal gemerkt, dass das ein Admiral ist, auch wenn Zoro irgendwas Übernatürliches bei ihm gespürt hat. Deshalb ist es sehr gut möglich, dass Fujitora ein Teil der SWORD ist. Jetzt kommen wir zu einem Charakter, der wirklich sehr schwer einzuschätzen ist, und zwar King. Wieso könnte er denn ein Teil der SWORD sein und was hätte er denn davon? Wir haben erfahren, dass King einer Rasse angehört, die ausgelöscht wurde und wir wissen, dass die Weltregierung oft für diese Auslöschungen zuständig sind und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht King der letzte Überlebende war und vielleicht von der Marine aufgenommen wurde und später auch Teil der SWORD wurde, um dann Kaido auszuspionieren und sein wichtigster Mann zu werden. Die Weltregierung konnte mithören, dass Big Mom und Kaido gerade im Gespräch sind und dass Big Mom nach Wano Kuni kommen will. Kaido hat ihr gedroht mit dem Tod, deshalb hat wohl Kaido nicht geglaubt, dass Big Mom wirklich noch auftauchen wird und es auch seinen Leuten nicht weiter erzählt. Aber King wusste irgendwie, dass Big Mom auftauchen wird und als sie dann an der Küste war, hat er dafür gesorgt, dass die Big Mom Piratenbande ins Wasser fiel. Es kann also sein, dass die SWORD-Einheit King kontaktiert hat und ihm mitgeteilt hat, dass Big Mom gerade unterwegs nach Wano ist und er deshalb Bescheid wusste. Wir wissen ja, sie können Kontakt mit Wano aufnehmen. Dies wurde auch zum Beispiel mit X-Drake getan. Deshalb ist es wirklich sehr gut möglich, dass King auch Teil der SWORD ist. Laws Vergangenheit war wirklich sehr tragisch. Seine Familie starb und er selbst hatte eine Krankheit, weshalb er irgendwann mal in Kürze sterben würde. Er trat der Doflamingo Piratenbande bei, damit er Chaos anrichten kann in der Welt und er verriet seinen richtigen Namen mal, und zwar Trafalgar D. Waterlaw. Dies hörte dann Rosinante und wollte den Jungen helfen, dass er noch weiterleben kann. Corazon schaffte es für Law, die Opiopinomie zu stehlen und kurz darauf wurde er von seinem Bruder Doflamingo erschossen und das nur um Law zu retten, was nicht selbstverständlich war. Corazon opferte sich, damit Law weiterleben kann und Law machte sich auf, um Rache zu nehmen für den Tod von Corazon und Doflamingo umzubringen. Beim sogenannten Rocky Port Vorfall hat Law 100 Herzen von Piraten gestohlen und ist der Weltregierung geschickt und wurde somit 7 Samurai der Meere und hatte sozusagen Kontakt zur Marine und auch zu Sengoku. Mit der Zeit erfuhr Law höchstwahrscheinlich, dass auch Corazon früher bei der Marine war und mit Sengoku gemeinsam gearbeitet hat und Teil der SWORD-Einheit war. Und deshalb kann ich mir auch hier vorstellen, dass Law Teil der SWORD ist, weil ich denke mal, Corazon würde sich nicht wünschen, dass Law sein Leben weiter als Pirat führt. Shanks gehört zu den 4 Kaisern und ist eines der mächtigsten Piraten der Welt von One Piece.
Piece. Sein Auftritt auf Marineford sollte uns allen bekannt sein und dort hat Sengoku einen ganzen Krieg abgesagt und beendet, nur weil es Shanks ist und ihm sogar noch die Leichen von Whitebeard und Ace gegeben, was eigentlich so eine Art Trophäe für die Marine war. Kurz bevor die Reverie begann, machte sich Shanks auf nach Mary Jua, um mit den Gorosei zu sprechen und die haben gesagt, in so einem Zeitpunkt nehmen wir uns nur Zeit, weil du es bist. Also ist wieder mal so eine Besonderheit bei Shanks zu erkennen, weshalb die Marine und auch die Weltregierung ihn bevorzugt. In letzter Zeit drehten sich viele Theorien um Shanks. Ist er jetzt der Sohn von Roxy Sebek oder der Sohn von Im Sama und so weiter und so fort. Aber was für mich viel wahrscheinlicher scheint, ist, dass er ein Teil der SWORD-Einheit sein könnte. Shanks war Teil der Gold Roger Piratenbande und diese haben die Wahrheit über die Weltregierung erfahren. Wieso sollte sich also Shanks dieser anschließen und sie dabei unterstützen, die Welt im Gleichgewicht zu halten, obwohl sie das nur für ihren eigenen Vorteil tun? Es ist Shanks bewusst, dass irgendwann mal jemand auftauchen wird, der der Welt den Frieden wieder zurückgeben wird, aber bis dies passiert, muss die Welt noch irgendwie überleben und wenn wir uns mal vorstellen, dass irgendwie Blackbeard oder so an die Macht kommt, dann geht es der Welt deutlich schlechter, als wenn jetzt hier die Weltregierung an der Macht ist. Shanks hat einfach nur Vorteile, wenn er bei den SWORD wäre. Er hätte weitere Verbündete, die, wenn ein finaler Krieg ausbricht, mit ihm gemeinsam kämpfen würden. Er kann die Gorosei aber auch Im Sama kontrollieren und wenn er mal irgendeinen Vorschlag für die Gorosei macht, dann nehmen sie diesen Vorschlag auch an, wenn es nicht wirklich zu gewagt ist. Ich denke mal, die Gorosei und Im Sama unterschätzen auch etwas Shanks, weil sie denken, okay, der Junge hat einen guten Gerechtigkeitssinn, er will mit uns gemeinsam das Gleichgewicht halten, aber wenn es drauf ankommt und der finale Krieg kurz vorm Start ist und wenn Ruffy endlich mal seine richtigen Kräfte erwacht, dann wird sich Shanks auf die Seite von Ruffy stellen und gemeinsam mit den SWORD auch im finalen Krieg mitkämpfen. Das waren dann alle Charakter, wo ich glaube, dass die Teil der SWORD-Einheit sind. Wenn ihr noch welche habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben und meine Frage zum Schluss wäre, Leute, was glaubt ihr? Wer ist der Anführer der SWORD-Einheit? Schreibt es ebenfalls in die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal auf meinem Kanal Kozuki One Piece.